Also, die Bank ist auch nicht mehr so das, was immer war, ne? Ja, das war ja mal ein Stamm. Hm. Da haben auch die Schrauben viel besser gehalten. Ich meine, Spax! Manchmal muss man auch einfach mal scheißen. Herzlich willkommen in der Coburger Distillerie. Wir sind jetzt auch schon fast reif zur Ernte. Ist natürlich etwas schwer zu handeln. Spaxhof! Diese Festung wird eingenommen. Wasser, Alter. Amateur! Oh nö, ich glaube, ich habe Verdauungsprobleme. Oh, dieser Durchfall. Ah! Sag mal, hast du noch nie eine Festung eingenommen? Ja komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich bin Pirat. Ich komme hier nie wieder raus. Nie wieder. Liebe Grauensgenossinnen und Genossen, heute zeige ich euch in 5 einfachen Schritten, wie wir unseren Qualitätsassi selbst züchten. In Phase 1 suchen wir uns zunächst ein Exemplar, welches wir heranzüchten wollen. Manchmal muss ich auch einfach mal waschen, ja. Das sieht doch nach einem schönen Exemplar aus. Anschließend verwenden wir unseren humanen Induktor, um die äußeren Parameter in der Character Creation einzustellen. Nachdem wir die Verbindung hergestellt haben, beginnen wir zunächst mit den äußeren Parametern des Aussehens. We'll be right back.
Ja! Ja, so wird das doch langsam gut. Das ist eine sehr überzeugende Optik. Ich komme hier nicht mehr raus! Diese Scheiße überall! Jetzt helfen Sie mir doch, verdammt! Das ist meine Überseebrücke. Die habe ich selbst bezahlt und die darfst du nicht benutzen. Amateur! Jetzt nur noch Feintuning. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Patina hinzufügen. Das ist wirklich nur Details. Phase 2 ist die Akustik natürlich auch sehr entscheidend. Da haben wir sehr viele Parameter, die wir hier justieren wollen. Lau, 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 ja? Was ist auf der Urkaut, du hurtes Wörterbube? Das ist Bau hier. Was ist denn los? Ich bin ich glaube, damit können wir beginnen. Ach, Mann! Mein Herr, entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? Stör jemand nicht. Ich muss es in Ruhe brüten. Es erfordert Konzentration und Fokus. Ja, der entgleist jetzt. Aua, hier sind Dornen. Tja, Eichenprozessionsspinner. Die sind doch harmlos. Hier sehen Sie ein Exemplar in freier Wildbahn. Da muss man dich wirklich nicht vor fürchten. Ich habe überall Hafen zwischen den Zähnen. Wieder nicht, oder? Wie eine Haare zwischen den Zähnen? Hafe. Ja, okay. Es ist ein Marmorder hier! Und es riecht richtig gut! Und das ist Qualitätsmaterial aus. Gleich mal abzapfen hier! Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Ein bisschen pumpen hier. Ne? Ja. Ach, Schliff! Ja, nun, da wir unser Objekt für die Transformation vorbereitet haben, haben wir natürlich die Möglichkeiten, phasenweise verschiedene Level freizuschalten. Hierbei ist zu beachten, dass es verschiedene Überkategorien gibt. Zum Beispiel werde ich Ihnen heute den Arschmagier vorstellen, während eine andere Konfiguration der Leberschärke auch eine Variante wäre. Stufe 1 des Arschmagiers. Nun, der Eigengas-Express-Grill erlaubt es, dem Arschmagier in diesem Fall, nicht essen, das ist doch kein Essen, das ist doch Müll. Es ist ihm möglich, seinen Nahrungsmüll jederzeit, wann er will, heiß zuzubereiten, was den Nährwert und die Verdaulichkeit signifikant erhöht. Quasi Essen Togo. Scheiße.
Herrlich doch. Ist das gut? Ja. Ja, gute Wurst. Ähnlich wie zuvor der Eingas-Express-Grill ist auch nun der Hochdruck-Sprintschiss eine mit Flatulenzen einhergehende Sonderfähigkeit. Bei ausreichendem Level kann dies zum Beispiel genutzt werden, um Feinden schnell zu entkommen. Rolex. Oh, die steckt aber tief. Oh, ich glaube, ich habe gar keine Rolex. Verdammt. Den Artilleriegestank als Fernkampfwaffe eignet sich der gemeine Haus- und Gartenassi in der Regel durch langjähriges Gammeln, Fermentieren und Reifen im eigenen Dreck an. Unser Exemplar besteht nun kurz davor, diese Fähigkeit freizuschalten. Und am besten kommt dies zur Geltung in Innenräumen. So, schauen wir doch mal, was unser Assi so macht. Eiskalt. Ah, die klassische Unterhaltung, wir sehen von... da haben wir unser Exemplar, jawohl. Guten Tag. Sag mal, ich hab gerade im Traum so richtig... geile Alte durchgefickt mit dicken Titeln und du wächst mich jetzt hier einfach. Weißt du was? Dir zeig ich jetzt. Du Sau. Oh Gott. Komm los, riech. Na, riech, komm. Nein. Komm, verbirg dein Gesicht in meiner Achselhöhle, du Sau, du. Du Drecksau, du Traurige. Ich mach dich kalt, Junge. Einem Arschmagier im Endstadium ist es sogar möglich, mit Hilfe der sogenannten Klemmfurz-Mutation einen Kamikaze-Angriff zu realisieren. La 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 la